Alter. Wir spielen Platz 3. Gekommen. Ich hätte jetzt lieber gerne im Finale gespielt. Hier. Ja klar, wenn man so lange beim Turnier dabei ist, bis zum Ende dabei sein muss, auf die Siegerehrung warten muss, wenn man auch ins Endspiel. War sehr eng im Halbfinale. Ne? Ich sag mal so, wir haben vor dem 1:1 die Chance gehabt zum 2:0 durch Marvin Strothmann. Nach dem 1:1 den Lattenschuss von Mika Wesselmann und ja, dementsprechend beim Meterschießen war da ein sehr langes Ding und einige Fehlschüsse oder auch gut gehalten von den Schnappern. Und dementsprechend war es dann ein Lotteriespiel. Aber ja, wir sind mit dem dritten Platz dann auch zufrieden und alles gut. In der Vorrunde habt ihr, glaube ich, nur gegen Lotte, glaube ich, ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das Schwächeln nennen kann. Ich glaube, 3-3 war es am Ende, aber sonst wart ihr da recht souverän auch wieder mal. Ja gut, die ersten beiden Spiele waren jetzt keine Leckerbissen, aber wir sind gut ins Turnier gekommen, hatten dann eine relativ lange Pause. Ich glaube, das konnte man gegen Lotte merken. Sind dann erst so in den letzten 2-3 Minuten des Spiels wach geworden, haben dann auch gut noch sind auf 3-3 rangekommen. Gegen Arminia haben wir dann Risiko gespielt, nachher habe ich ein Torwart rausgenommen, weil wir wollten dann Gruppensieger werden. Da war es egal, ob wir unentschieden spielen oder verlieren, war Platz 2. Hätten wir gewonnen, wären wir Erster geworden. Ja, es war okay. Im Halbfinale fand ich uns eigentlich einen Tacken stärker als die Allstars. Wenn man sie überhaupt Allstars nennen kann, dann sind ja eigentlich noch alles aktive. Ja, dementsprechend bin ich mit dem Turnierverlauf zufrieden. Das Wichtigste, wir wollen Spaß haben und keine Verletzten. Das hat geklappt. Alles gut. Und am Samstag geht es dann weiter zum Armeen-Festival, wo wir unseren Pokal auch verteidigen wollen. Zum dritten Mal wäre das eine Folge. Mal gucken, ob uns das gelingt. Dann wird Mike auch bei uns dabei sein. Schauen wir mal. Wollte ich gerade fragen, Mike Klostermann hat bei den Allstars gespielt, hat euch einen reingehauen. Gibt das jetzt eine Strafe? Ja, ich habe gescheitert, gesagt, weil er gerade schon angedeutet hat, er könnte Dienstag nicht zum Training kommen, weil ihm die Beine schwer werden heute. Man sieht es auch jetzt, die sind recht müde, die Jungs. Er wird Dienstag mit Bleiweste trainieren. Ja, und wir machen wieder eine Minute Musik. Mal gucken, ob ich ihn für Samstag mitnehme in die Halle. Alles klar, Marc, danke schön. Sehr gerne.